we are losing, losing this fight or help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you. Who's gonna help our souls tonight? We are losing, losing this fight or help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. Weil man alle Lehrer und Schüler gegenseitig kennt und es herrscht eine schöne, freundliche Atmosphäre. Ich bin gern hier, wirklich. Also, ich wollte 2 Jahre bleiben, jetzt werde ich 5 Jahre bleiben, das spricht für sich. Okay, danke. Na, natürlich sehr gut. Ich habe tolle Schüler, eine ganz tolle Klasse und ja, ich finde das sehr familiär und sehr schön. Ja, natürlich, die Deutsche Schule Kiew ist eine sehr schöne Schule. Es ist eine schöne Atmosphäre hier, es gibt kleine Klassen, was natürlich auch sehr schön ist. Und wir haben eine tolle Dynamik hier wegen ganzen kleinen Kindern, die noch hier rumlaufen. Das bringt so Leben in den Alltag. Dein Lieblingsfest in der deutschen Schule? Mein Lieblingsfest ist Fasching, weil die Schule sehr schön dekoriert ist und weil alle schöne Kostüme, Anzüge tragen. Ja, also das Herbstfest. Weil halt wir können Kürbis ausholen, wir können alle sehr kreativ sein, es ist alles so schön bunt. Wir haben viele Menschen, die in der Schule rumlaufen. Das Frühlingsfest eigentlich, weil da immer so schön viel los ist und es die tolle Auktion gibt. Das Lieblingsfest. Also ich fand alle Feste bisher schön, freue mich aber aufs Frühlingsfest. Das war das erste Fest, was ich erlebt habe, damals noch als Gast. Und in diesem Mai wird es das erste Mal auch als Lehrerin sein, dass ich dabei sein kann. Das Weihnachtsfest. Und warum? Weil wir immer in den Klassen so kleine Geschäfte machen und es macht auch Spaß. Dein Lieblingsfach und warum? Na, Kunst und Ethik. Und warum? Weil es Spaß macht, weil es lustig ist. Ja, also mein Lieblingsfach ist Deutsch, weil ich natürlich in Deutsch sehr kreativ sein kann und wir eigene Texte verfassen und natürlich auch Sport, weil wir im Sport immer sehr aktiv sind. Lieblingsfach ist Chemie, weil ich Chemie studieren will und weil es mir sehr viel Spaß macht. Welche Fächer unterrichten Sie? Ich unterrichte Ethik, Gemeinschaftskunde und Geschichte und manchmal noch Geografie und alles, was so ansteht eigentlich. Ich mache alles, Mädchen für alles. Ich habe nämlich Mathe unterrichtet. Deutsch-Englisch unterrichte ich hier und ich habe eine 4. Klasse. Wie hat sich die deutsche Schule verändert? Ja, wir sind mehr geworden. Oh, gute Frage. Technisch? Gute Frage. Ja, technisch durch die Smartboards natürlich, klar. Das ist echt eine gute Frage. Also eigentlich hat sich alles verändert, aber irgendwie auch nichts. Also verstehst du? So. Wir sind professioneller geworden. Also im Vergleich zum Anfang, muss ich sagen. Viel mehr Struktur hier drin. Und ja, und dadurch, dass halt einfach jedes Jahr völlig neue Schüler und völlig neue Lehrer kommen, ist eigentlich jedes Jahr völlig anders. Also die einzigen Dinge, die gleich geblieben sind, sind Linja und Sascha, weil ihr schon so ewig da seid. Für mich hat sich die Schule verändert. Ich weiß nicht, ob sich die Schule jetzt unbedingt verändert hat. Ich habe die Schüler kennengelernt, also es ist alles persönlicher geworden. Ach doch, sie ist ein bisschen größer geworden. Wir haben neue Schüler bekommen. Und was der Schule auch gut tut, ja, räumlich haben wir uns nicht so verändert. Noch nicht.